Das ist TV mit den Nachrichten. Grosser Rummel um den Zirkus Royal. Genau gesagt um die Leuennummer. Tierschützer werfen dem Zirkus vor, er täge die Leuen erniedrigen, instrumentalisieren und zum Verhalten zwingen, das der Natur nicht entspreche. Darum haben sie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen eingereicht. Der Zirkusdirektor Oliver Skreinig weist aber alle Vorwürfe zurück. Michel Fehr. Die sieben Leuen erhitzen zurzeit Gemüter. Im Moment sind sie gerade mit dem Zirkus Royal St. Gallen und unterhalten Besucher in der Manege. Da passt der Tierschützer von der Stiftung für das Tier im Recht gar nicht. Sie sind der Meinung, dass die Leuen da dabei erniedrigt werden und haben den Zirkus jetzt wegen Tierwürdemissachtung angezeigt. Tiere werden gezeigt, wie sie eben einem Menschen unterworfen werden. Sie werden zu widernatürlichen Kunststücken gezwungen, konditioniert. Das ist nichts zu tun mit dem Schutz von diesen Tieren. Im Gegenteil wird da gezeigt, wie der Mensch eben über dem Tier stehen soll. Und das ist eine problematische Botschaft, die der Zirkus da vermittelt. Der Direktor vom Zirkus Royal, der Oliver Skreinig, sieht das aber ganz anders. Für ihn ist es ganz normal, dass es dir am Mensch unterworfen wird. Also da kann ich nur ganz plump darauf antworten, viel heiße Luft um nichts. Denn das machen alle Leute, die ein Tier zu Hause haben, Tag für Tag. Wenn ich einen Hund nicht unter mich stelle, wenn ich für einen Hund nicht das Alpha-Tier bin, wird der Hund für die Allgemeinheit gefährlich. Ich muss eine Katze dominieren, ansonsten zerlegt es mir die Wohnung. In dem Moment würde ich sagen, unterdrücke ich das Tier. Und es kommt nur immer darauf an, wie mache ich das. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, die Würde von diesen Löwen wird alles andere als verletzt. Der Oliver Skreinig ist davon überzeugt, bei den Leuen alles richtig zu machen. Angst vor der Anzeige gegen seinen Zirkus hat er darum keine. Anzeigen kann ja jeder jeden wegen allen. Ob das stimmt oder nicht, muss dann geklärt werden. Es ist so, dass die Tiere, die bei uns sind, wir halten das Tierschutzgesetz, wir halten die Tierschutzverordnung zu 100% ein auf jeden Gastspielort. Wir haben uns die Vorstellung einige Mal angeschaut und haben nachher streng juristisch die Sache auch analysiert. Es gibt ein Prüfschema, ein offizielles Prüfschema wegen Würdeverstöss, das haben wir angewendet und sind dann ganz klar zum Schluss gekommen, dass der Würdetatbestand da erfüllt ist, dass das Tierschutzgesetz nicht eingehalten wird und darum haben wir Anzeige erstatten. Jetzt liegt der Ball bei der St. Galler Staatsanwaltschaft. Sie wird die Anzeige prüfen und allenfalls Ermittlungen in die Wege leiten.